GroKo regiert euch doch selbst. Deutschland hat bald wieder eine richtige Regierung. Dank sei der SPD. Viele Menschen im In- und Ausland, auch viele Journalisten, sind sehr erleichtert. Sie glauben, es sei wichtig, dass Deutschland eine richtige Regierung habe. Für das Land, für Europa, für die ganze Welt. Wenn man die Performance der bisherigen und künftigen Regierung betrachtet, versteht man diese Erleichterung nicht. Damit kann man gut regieren, sagte Annegret Kramp-Karrenbauer nach dem Mitgliederentscheid der SPD. Vielleicht könnte man aber diese Regierung konnte es bisher nicht. Warum sollte sie es künftig können? Was bedeutet eigentlich regieren? Das Wort hat zwei Bedeutungen, herrschen und steuern. Das eine ist statisch, das andere beschreibt eine Bewegung. Wenn es um Herrschaft geht, können sich die Deutschen nicht beklagen. Angela Merkel und die SPD hatten das Land in den vergangenen Jahren fest im Griff. Wenn es um Steuern geht, haben die Kanzlerin und ihre Steigbügelhalter zu oft versagt, als dass von einer guten Regierung noch gesprochen werden könnte. Wer steuern will, braucht Kurs und Kompass. Beides fehlt dieser Regierung. Diese Kanzlerschaft dauert schon lange. Wir wissen inzwischen, wie Angela Merkel Politik betreibt. Ein Problem taucht auf. Zu warten macht die Sache schlimmer. Entscheidungen sind verlangt. Nichts geschieht.